Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Driver San Francisco. Oh yeah. Warum auch immer hier immer mit 120 Frames offen? Ich kapiere das Spiel nicht ganz. Aber gut. Ja, so, was machen wir? Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich so labern soll. Nach zwei Wochen bin ich wieder aus Norwegen da und ich weiß gar nicht mehr, wie Let's Play geht. Driver San Francisco. Oh, so. Überführte Polizistenmörder und international operierende Gangsterboss Charles Jericho soll heute verurteilt werden. Jericho hat mir in den Rücken geschossen und viele gute Männer begraben. Jericho wird heute verurteilt. Wegen dir. Sei stolz drauf. Wagen 4030 leisten Unterstützung für Beamte unter Beschuss aus einem Nachrichtenhelikopter. Ich bin Ray. Ich will nicht glauben, was ich da gerade gesehen habe. Ja, aber gesehen hast du es. Ich verliere nicht meinen Verstand. Das ist real. Ja, genau. Wir wissen ja alle, was passiert ist. Und wir schiffen jetzt mal in irgendein Auto. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ach, das ist ja noch ungeiler. Aber das ist ein schöner. Dann gucken wir mal. Wir können natürlich die Hauptstory fortsetzen, aber machen wir erstmal nicht. Ich denke, wir fahren erstmal zum einen von den beiden Sternen. Denke ich. Da hinten fahren wir mal ruhig hin. Dann fahren wir jetzt hier gleich die nächste rechts, dann kommt er sozusagen auf uns zu. So. Ach nö. Arsch. Liegt der Eiskalt ab? Ja, jetzt fahren wir den mal hinterher, obwohl wir können auch jetzt schnell hinschiften. Verfolgung. Flüchtige erledigen. Ja, Auftrag des Herrn. Ich hatte einen schlechten Tag. Ich habe eine schlechte Laune und die Kerle werden diesen Tag verfluchen. Oh ja, Schwester. Amen. Spielen. Also wir müssen wohl wieder, ne? Schöne Verfolgungsjagd hatten wir ja auch schon. Immer. Oh. Ach. Fuck, hier war das mit. Ne, wo war Nitro? Ich frage mich gerade, wo Nitro war. Du hast Eindruck, Donny. Das schmeckt dem Typ gar nicht. Ja, na los. Och, komm, Alter. Geh tot, du elendiger Scheißding. Wo ist es denn jetzt? Wo ist da der oder er denn jetzt? Warum können wir eigentlich kein Nitro einsetzen? Was scheiße ist das? Naja, dann werden wir den mal uns so schnappen. Wir können natürlich auch in den Gegenverkehr shiften. Was haben wir denn hier? Mal gucken, ob wir irgendwo einen geilen Laster oder so. Holen wir mal eben den hier. Alles, was wir brauchen, haben wir direkt hier. Ah, fuck. Wir haben ihn nicht getroffen. So, dann holen wir uns mal das Ding hier ran. Ein schönes Taxi. Vielleicht schneiden wir ihn. Boom. Jetzt RB hier wieder rein. Oh, jetzt müssen wir den Arsch. Ach komm, dann rammen wir halt wieder von vorne irgendwas rein. Aber wir haben leider gerade keine dicken Autos, das ist glaube ich nur das Dixie hier. Ah, nicht wirklich getroffen, dann wollen wir hier wieder EB rein. Dang! So, wo ist er denn jetzt? RB, gucken. Ob der hier näher bei dem ist. Ich sehe ihn gerade voll nicht. Ist der hinten? Ach, der fährt andersrum. Da ist er. Gut. Dann müssen wir uns den jetzt nochmal schnappen. Wir können ja ruhig nochmal in den Gegenverkehr shiften. Holen uns mal hier so ein schönes Auto. Irgendwas Dicket haben wir aber leider nicht. Dann nehmen wir hier den. Wo ist er denn? Da ist er. Boom! Und jetzt hat es ihn auch erledigt, oder die beiden. Ja, so einfach ist das immer im Gegenverkehr. Und noch ein Erledigt. Bennett, du hast den Flüchtigen erwischt. Weiter. Weiter geht's. Gut, haben wir das gemacht, würde ich sagen. Dann nehmen wir uns hier mal wieder so einen schönen... Oh, schöner Chevrolet. Und fahren zum nächsten Stern. Ja, komm hier. Uhu. Auch geil. Oh, es wird noch eine schön lange Fahrt dahin, glaube ich. Oh, ein schönes Auto auf jeden Fall. Jetzt haben wir den Nitro. Oh. Fahren wir erstmal auf der Hauptstraße, denke ich, ein bisschen. Die nennt mich mit viel zu viel Frames auf, aber egal. So. Der ist aber auch sau leise hier. Wieso nicht so wie der? Also, nächste links.
runter. Ist das hier irgendwie ein Highway? Sieht fast nämlich so aus. Ah ja, wir kriegen auch diese Bunk. Alter, Junge. So. Nicht die, sondern darauf, die fahren wir mal rechts. Schneiden ihm sozusagen den Weg ab, außer fährt oben lang, dieser Stern. Also hier jetzt rechts. Muss mal ein bisschen in das Spiel wieder reinkommen, das Auto ist sehr scheiße zu lenken. Der fährt jetzt, der bleibt da stehen, eiskalt. Na, dann fahren wir da mal hin. Da vorne wäre auch noch so ein... Wahrscheinlich so ein Ding, was man... Ah, oh, schöner Drift. Gut, wo ist jetzt hier der Stern? Dann haben wir eben da reingeschifft und auch noch eine Polizeiverfolgung. Komm, es gibt einen Grund, warum ich das Auto fahre, Preston. Irgendwann, wenn du mehr Erfahrung hast... Was schiebst dir, Kowalski? Die Typen da anzuhalten bringt überhaupt gar nichts. Die brechen das Gesetz. Ich hol sie von der Straße und rette vielleicht ein paar Leben. Ach, das war der Auftrag. Ja, haben wir ja schon mal versucht, hat man nicht hingekriegt. Jetzt versuchen wir einfach nochmal, wenn man... Hass, Liebe? Ich hasse es nicht, eingeladen zu werden. Und Liebe ist die Party zu sprengen. Und, ja, wenn wir es diesmal nicht schaffen, dann machen wir heute den Hauptquest weiter. Mist, mir ist eine Kontaktlinse runtergefallen. Wo ist die nur? Okay, okay, okay. Alles im grünen Bereich. Hab ich mir doch gedacht, das linke Pedal kann auch was. Unglaublich. Und bang, nochmal einen reingehauen. Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir auch mit Gegenverkehr da. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Dann müssen wir hier ein bisschen beschleunigen. Ja, das ist noch geiler auf Verfolgungsjagden, als ich dachte. Wenn es Lenkräder, Benzin und quietschende Reifen gibt, bin ich im Himmel. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt kriegen wir die da vorne noch, oder was ist da los? So. Ja, jetzt haben wir hier schönes Tempo drauf. Knapp bald 300. Die Jungs von der Werkstatt werden sich lieben. Ja. Hast du das gesehen? Ja, Kowalski, hab ich. So, da vorne ist noch irgendwo einer, da müssen wir auch nochmal rammen. Aber ich denke, das ist wirklich ein scheiß schwieriger Auftrag. Ach komm, ey. Der ist mir. Mit ein paar Mauern bekannt. Der ist mir ein bisschen zu schnell. Nein, du Arsch! Eiskalt! So ist der Wichser. Boom! Da hat er erstmal schöner mitgerät, würde er da rüber springen. Versuchen wir mal das hier. Ah, ne, der ist zu ungelenkig, das Ding. Dann nehmen wir mal eben den Bus hier. Wo ach, das war. Das war nicht der Bus. Schnall dich an. Oh, fuck, haben wir auch nicht getroffen. Dann nehmen wir hier das nächste Auto. Wir zerstören hier einfach mal alles. Okay. Gucken wir erstmal weiter. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht mehr so viel. So, die beiden fahren da noch. Dann nehmen wir uns mal, oh, 13 von 24. Bang! Den haben wir, glaube ich, zerstört. Oder? Ja, das war's. Den ersten haben wir schon mal rausgehauen. Dann... Bitte, schrotte den Wagen nur, wenn es unbedingt sein muss. Oh, ja. Es muss sein. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Einer weniger. Okay. Wer kommt jetzt? Da vorne, den hauen wir auch mal raus. Oh ja, oh ja. Was wird das hier? Boom! Bang! Bang! Tut ist er, tut ist er! Nein, nicht ganz, aber... Zur Hölle! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wo ist der Arsch? Wer von euch möchte denn einen neuen Partner, hm? Dann hauen wir mal eben... Da braucht man nur noch so ein bisschen reinhauen. Und zwar... Den hier. Und tschüss! Ja, da haben wir, glaube ich, fast alle erledigt. Ui. Oh, der andere ist 700 Meter weg. Heftig. Warte mal. Die Typen denken, sie hätten es geschafft. Da versuche ich nochmal hinzuschiften. Weil, ich glaube, so schaffen wir das nicht, wenn wir da hinterherfahren. Da brauchen wir zu lange. Ich frage mich so, wo der schon ist. Das ist ja 18. Da ist er.
Ja, aber den können wir auch noch kriegen, den Typen. Der braucht sich noch nicht zu früh freuen. Dann nehmen wir uns nämlich das schöne Auto hier. Na, guck mal, wo der... Nein! Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Verarschen. Ich wollte doch nicht, ich hätte dich vergessen, oder? Ich wollte doch gar nicht rausschiffen, das tut mir jetzt leid, das war ein bisschen fail, das war nämlich gerade alles perfekt. Hat das gepasst, da müssen wir jetzt nochmal gucken, ob wir das hier trotzdem schaffen. Oh, 19 von 24, lange wird es knapp, davon ist er, dann nehmen wir uns... Wollen wir Risiko gehen oder wollen wir kein Risiko gehen? Ich glaube, wir gehen mal lieber kein Risiko. Boom! Und wir haben es geschafft, glaube ich, das müssten alle Rennfahrer gewesen sein. Alle, was draus lernen konnten. Alle Rennfahrer erledigt. Bang! Okay, das haben wir gut gemacht, würde ich sagen. Dann sollen wir uns eben ein Auto nehmen und zur Hauptquest fahren. Wenn du den Wagen der Delle verpasst, wird Dad sie mit deinem Schädel ausbeulen. Im übertragenen Sinn, ja? Nein, Mann, er wird dich wirklich als Hammer benutzen. Das ist was anderes. Ja, aber das muss ich ja nicht ausbauen, wenn ich das Auto schrotte. Auch wenn es ein schönes Auto ist. Das ist ein richtig schöner Chevrolet. Gefällt mir das Auto. Kann man mal fahren, würde ich sagen. Nur die Musik im Radio gefällt mir nicht so. Und der viele Verkehr, aber... Nee, da sollten wir nicht rein. Da vorne die nächste links fahren wir nochmal rein. Okay, dann da oben und dann... Du bist wirklich süß, so als Gesetzloser. Ich bin alles Mögliche, aber das nicht. Alles Mögliche, aber nicht süß. Ist sowieso egal. Dad wird auch den kleinsten Kratzer sofort sehen. Ja, okay. Gut, dann ist mir das jetzt auch egal und wir shiften mal in Tanner rein. Spielen. Untersuche den Hinweis auf den Entführer. Na, mal wieder in der Realität zu Besuch? Hast du Lust auf ein bisschen echte Polizeiarbeit? Leg los. Es gibt einen Hinweis auf das Auto, das Sarah bei der Entführung sah. Das von unserer mysteriösen, messerschwingenden Schönheit? Langsam wird's besser. Okay, was ist los? Wir bekamen einen Tipp, dass das verdächtige Fahrzeug im Zentrum gesehen wurde. Na, der Grace Cassidy. Ah, Gott sei Dank. Los. Okay. So einem schönen Chevrolet hier. Wir fahren jetzt mal ein bisschen geradeaus und biegen dann rechts ab in... Nicht die nächste, die übernächste. Finden wir das Auto, erfahren wir vielleicht, wer das mit dem Messer war. Okay. So. Da müssen wir nur geradeaus durch und dann da vorne sehen wir schon das Blaue. Mal gucken, ob wir da das Auto finden und versuchen. Mal gucken. Was haben wir hier? Sieht fast nicht nach dem Auto, was wir suchen, aus, oder? Da. Doch, ist der. Da. Ja. Das ist ein Treffer. Das ist ein schöner S.